Schön, dass ihr reinschaut hier bei Dying Light 2 Stay Human mit mir, Mac Mo. Heute machen wir einen kleinen Zusammenschnitt, denn ich werde die Open World ein bisschen erkunden. Und naja, das ist nicht sehr aufregend. Aber der Zusammenschnitt wird witzig, Leute. Also freut euch drauf. Und schon geht's los. Okay, wir müssen nämlich einige Erkundungen machen, Leute. Einige Erkundungen. Hier ist auch irgendwie... Ah ja, da ist das Windrad schon. Und wir müssen unbedingt Ressourcen sammeln, damit ich mich wieder heilen kann. Hier, hier, perfekt. Zauberpilze, Honig. Perfekt. Hier ist das Windrad. Okay, machen wir das mal. Jawohl, und außerdem kenne ich die Mechanik hier schon, oder? Nee, ist was anderes diesmal. Okay, wie soll ich jetzt da hochkommen, bitte? Das ist mal eine neue Herausforderung, oder was? Ich kann mich ja da nicht festhalten, oder? Doch. Okay, wir springen gleich. Eins, zwei und höp! Urballe! Im Moment mal, wer ist denn das? Ich höre dich. Reden wir mit ihm. Hubert? Hubert? Nee, ich bin's nicht. Ich warte auch auf Hubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Weißt du, wann er hier sein wird? Vielleicht in einer Stunde. Vielleicht in zwei. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Aber andererseits hat er den besten Fusel. Das Warten lohnt sich also. Tja, dann warten wir mal, oder? Nee, wir warten nicht. Ey, jetzt startet er eine Hauptquest. Das wollte ich überhaupt nicht. Das war zufällig genau der gleiche Turm. Nee, wir folgen den nicht. Das ist mir egal. Wir machen einfach weiter. Hey, bist du Hubert? Wer will das wissen? Mein Kunde. Ich will was kaufen. Hey, du bist der Fremde, den sie hängen wollten, stimmt's? Hey, Hubi! Du hast einen besonderen Kunden! Der Pilger vom Bazar ist da! Warte! Ich will nur etwas kaufen! Also, das war Hubi, stimmt's? Sag mal, läuft dir nicht gerade jemand weg? Ja, klar. Hakon, er läuft davon! Ist mir wurscht. Klingt ganz nach Hubi. Moment mal. Ah, ich sehe ihn. Der Arsch läuft nach Nordosten. Mir egal, wo der hinläuft. Mach ich eben nicht. Fang du ihn doch. Fang du ihn doch. Ich gehe hoch. Oh nein, er ist so weit weg. Oh Gott. Das wollte ich. Fuck, Aiden, wir haben ihn verloren. Werde ich jetzt wieder weitermachen, bitte? Was? Ich glaube, du suchst jemand anderen. Hakon, er läuft davon. Jetzt müssen wir das doch machen. Ey, ist das bescheuert? Es ist so bescheuert. Es ist bescheuert. Wir müssen es machen. Du hast ihn gleich. Ich hab gar nichts gleich. Er ist noch 100 Meter weg. Du hast ihn gleich. Wie erzählst du das? Ich hasse es. Ich hasse es, dass das Spiel mich jetzt in diese Quest reinzwingt. So schlecht. Ja, wo ist er denn jetzt? Hakon. Er ist nicht hier. Unmöglich. Ich habe ihn genau da gesehen. Das kleine Wiesel versteckt sich sicher. Sieh dich um. Warte, ich sehe ihn. Er klettert. Siehst du das GIE-Gebäude? Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts, Junge. Nichts sehe ich, du nervst. Okay, der wird das wieder hochgehen. Verdammt, hab ihn verloren. Aber er muss auf diesem Dach sein, Aiden. Finde ihn! Lasst mich doch einfach in Ruhe, Leute. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Hubert, ich will nur reden. Lass mich in Ruhe, ich habe nichts. Hubert. Hubert. Tut mir nicht weh. Ich weiß nichts. Worüber? Ich habe dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts. Ich schwöre.
Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler, hm? Ein Hehler? Niemals! Wiederverkäufer! Vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat man Lukas gehört, dem verstorbenen PK-Commander. Und tu bloß nicht so, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Warum bist du vor mir geflüchtet? Weil alle 5 Minuten irgendjemand hinter mir her ist, Mann. Okay, vielleicht habe ich manchen Leuten einen Grund gegeben, wütend zu sein. Aber ich biege das wieder hin. Bald. Ganz sicher. Vielleicht. Vielleicht. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich habe das nicht erwähnt. Komm schon. Jeder weiß von Lukas kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukas getötet, was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Glaub mir, ich... Na gut, vielleicht war es so. Aber wer das war, sage ich nicht. Das ist vertraulich. Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, sonst... Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Na, ja, das finde ich. Okay, das ist die Hauptquest. Aber die machen wir jetzt nicht. Das hatte ich nicht vor. Ich finde es eh nervig, ja, dass er mich jetzt da reingezwungen Hubert hat. Hubert sagte, jemand wollte ihm den Lazarus verkaufen. Kennst du eine Maya? Nein. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Er kennt alle Frauen. Abgefuckte Gegend. Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Ah, geil. Wir sind schon wieder am richtigen Fleck angekommen hier, Leute. Der richtige Fleck. Wir holen wieder Zauberpilze, Honig. Leute. Hallo, was macht ihr hier? Unfassbar. Schweine. Aber wir haben wieder Honig. Honig. Honig, Honig, Honig. Gibt's ein Problem? Jawohl, wir helfen dem Koch. Kein Problem? Pilger, du musst mir helfen. Ich stecke in der Scheiße. Und zwar ziemlich tief. Das ist nicht gut. Wenn du mir nicht hilfst, wird mich dieser kahle Kerl verprügeln. Das ist nämlich mein Onkel. Er hat Hände wie gusseiserne Bratpfannen. Als er mich das letzte Mal schlug, hatte ich ein gewaltiges Horn an der Stirn. Wie ein verdammtes Nashorn. Sah aus wie ein Regenbogen. Also das Horn, meine ich. Ja, was ist denn los? Womit hast du deinen Onkel denn diesmal so verärgert? Noch ist er nicht verärgert. Aber gleich. Ich hab mal einfach nur ein Nickerchen gemacht. Und dann, zack, hab ich irgendwie durchgeschlafen, wie ein Sumpffrosch im Winter. Das Schlimmste ist, dass die Würste kurz vor dem Verrotten sind. Brauchbares Essen wegzuschmeißen ist heutzutage echt ein Verbrechen. Naja, halbwegs brauchbares Essen. Zumindest kriegt man nicht gleich Durchfall davon. Wenn man sie in der nächsten Stunde noch isst, ist alles gut. Okay, da rennt dann maximal vielleicht einer aufs Klo. Aber immer noch besser als verhungern. Schließlich hat keiner so viel Durchfall, dass er verhungert, oder? Aber wenn wir noch 3 Stunden warten, werden alle Ärsche so viel Kacke versprühen wie ein Geysir. Die Kotzerei kommt noch als Sahnehäubchen obendrauf. Mein Onkel wird mich umbringen und meine Leiche an die Infizierten verfüttern. Ich würde das Essen ja selbst rüberbringen, aber ich muss noch den Räucherofen vorbereiten. Wenn das Essen nicht rechtzeitig ankommt, du weißt, was dann los ist. Ja, ja. Zeig mir, wo ich hin muss. Oh Mann! Du machst dir keine Vorstellung, wie wichtig das für mich ist. Nimm dir das Essen auf dem Tisch und liefere es schnell auf. Ich hasse solche Botengänge. Aber erledigen wir diese bescheuerte Quest. Ich weiß noch, wie die Welt nicht nach Scheiße und verrottetem Fleisch raucht. Okay, schnappen wir uns das erste Mal. Bleibt achtsam, hier gibt es abtrünnigen Aktivitäten. Boah, das ist ja sauweit. Okay, wir müssen den Kontrollpunkten folgen. Da bin ich mal gespannt, wie uns das gelingen wird. Okay, ob ich schon so geübt bin, wird sich wohl zeigen. Okay, wir fangen natürlich hier an. Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn. Hoppale. Ja, sehr schön. Gut, Junge. Du machst das. Kontrollpunkt Nummer 1. Hoppale. Wo ist der zweite?
Ja, wir sollten dahinter gehen. Shit, okay, dann hier lang. Darüber. So sieht's für mich aus jedenfalls. Jawohl. Gut, Aiden. Gib Ruhe, Hemmstoffbehälter. Wir haben keine Zeit für Hemmstoffbehälter. Hier rüber. Hier? Ah ja, okay. Die Stelle kenne ich hier schon. Los. Hoch mit dir, Junge. Sehr gut. So, jetzt die Richtung. Welchen zuerst? Den 65er. Das sind ja nur 5 Kontrollpunkte. Das hier ist der dritte schon. Komm. Deine Müdigkeit vorschützen hier. Ja, da, genau. Perfekt. Dann der da hinten. Okay. No time to lose. Warum überhaupt die Kontrollpunkte ablaufen, wenn mich einmal ver... Wo ist der Sinn? Ich verstehe es nicht ganz. Komm schon, bleib nicht so dumm hängen, Junge. So, jetzt nur noch einer, soweit ich das sehe. Na, schaut doch ganz okay aus. Ja, ja, sieht gut aus. Wenn wir jetzt halt keinen großen Blödsinn mehr machen. Nein, nicht gut. Oh, sehr gut. Gerade noch gerettet. Das war wirklich knapp. Sehr gut. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob da hoch eine gute Idee ist, aber ich tue es jetzt mal. 2:30 ist zu schaffen. 2:30 ist zu schaffen, Leute. Wir sind schon fast da. Wie kommen wir hoch? Ist das bescheuert? Wie kommen wir hoch? Bescheuert. Aber wir schaffen es. Okay. Gold! I love it. So, was ist denn jetzt mit dir? Ich hoffe, die Jungs finden nicht raus. Du bist der Hammer. Ich weiß, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast. Ich habe jemanden getroffen, der ein Wurstbrot gegessen hat. Und er sagte, alles war okay. Er fand es sogar lecker. Wahnsinn. Danke. Danke, danke. Das haben wir schon. Außerdem haben wir was vor. Wir wollen das Windrad erkunden. Verlassener Laden, eine Nachtaktivität. Das müssen wir machen. Aber erst, wenn es dunkel geworden ist. Jo. Ah, das Rumklettern macht schon Spaß in dem Spiel, muss ich sagen. Ist schon echt geil. Okay, hier und dann da hoch anscheinend und dann darüber hopfen. Ja, nur warten, bis er runterkommt, der Stein hier. Okay, also die Windräder sind immer anders. Hier, oder? Ja, hier. Ja, warten wir mal, bis wir ausgeruht sind, sonst stürzen wir ab. Hier und dann darüber. Okay, alles klar. Dürfte ja eigentlich nicht allzu schwer sein. Oh, schon springen. Nein. Autsch. Okay. Ist nicht so gut gelaufen. Aber ich weiß, was das Problem war. Genau. Siehst du? Absprengung da hoch. Jawoll. Tausendmal besser. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Hier irgendwo. Hier hoch. So, das ist das nächste Windrad und es ist gleich dunkel, was genial ist, weil da unten ist dieser Laden. Mal sehen, ob wir das schaffen. Cool. Yeah. Sancho Panza! Jetzt ist Nacht. Es ist Nacht geworden jetzt. Schon geht's für uns hier rein. Hoffentlich kein Chemiequatsch hier. Mal kaputt. Noch jemand überprüfen jetzt, oder? Okay, da kommt einer. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ups.
Okay, erste erledigt. Ach ja. Gut. Kommt noch einer? Ich weiß. Aber hier wird es enden. Der greift doch an. Der geht rein. Gar nichts geht rein. Er hat einen Pfeil und Bogen gehabt. Was ist denn das? Das ist ganz was Neues. Okay, aber hier ist viel Stuff und so. Unnützes Zeug. Konserven und Wodka und so. Die ganzen Sachen halt eben. Alter, blöd oder was? Aber das hier ist nicht das, wo ich eigentlich hin wollte. Aber egal, wir holen, was wir können. Oh, guck mal. Schwer. Oh, oh, oh. Okay, das ist natürlich jetzt was für Künstler. Geht gar nichts. Da, ne. Da. Hier ist es irgendwo. Okay, hier ist es irgendwo. Das könnte passen. Das war nicht einfach. Schmuck, ey. Dietrich schwer. Hm, das wird auch haben. Das gibt uns ganz viel Kohle, denke ich. Das hier ist das Wahre. Der wahre Schatz. Den müssen wir uns noch erbeuten. Das hier. Puh. Hier, schon wieder. Cool. Diesmal ging es schneller. Sehr gut. Was hat er denn hier? Ein Zinken, Wodka und Whisky. Whisky ist wertvoller. Hm? Wohl kaum. Cool. Aber das war's hier. Das ist dieses Gebäude. Fucking shit. Hemmstoffbehälter erkannt. Bleib mal mit der Ruhe. Hier ist Chemiezeug zum Aufbrechen. Ich hoffe, dass wir das machen können, ohne dass irgendwer was checkt. Das hier, oder? Denk mal, wir gehen mal weiter. Hm? Wir gehen mal weiter. Was ist denn das hier? Ist eine tolle Waffe irgendwie. Beats. Artefakt. Es leuchtet golden hier, warum auch immer. Vielleicht leuchtet es ja immer golden. Könnte sein. Okay. Wir haben nicht ewig Zeit, um jedes einzelne Ding hier aufzumachen. Lass ein paar aus.
hier weiter? Er will, dass ich Zauberpilze benutze. Ah, aber es ist schon so früh. Geht's denn hier weiter, Mann? Hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Was ist für ein komischer Laden hier? Hä? Das ist ein komischer Laden hier. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Ich glaube, das ist umsonst. Umsonst. Kommen wir nicht weiter. Du springst doch sonst immer hoch. Meine Bienen sind die... Bist du Imker oder Brauer? Beides. Das ist das Geheimnis meines Doppelbocks. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass Bier in der Stadt meistens wie Pisse schmeckt. Nur, da hast du nicht ganz unrecht. Genau das meine ich. Keiner versteht mehr was von gutem Geschmack. Überrascht dich das? Tatsächlich sind die sogenannten Brauer heutzutage alle verfluchte Amateure. Und du bist Profi, nehme ich an. Aber sowas von. Gerade ist auch eine gute Zeit für meine Zunft. Die Nachfrage nach Bier ist höher als je zuvor. Brauer ist in den Top 10 der stabilsten Jobs in der Stadt. Direkt nach den Bestattern? Der war gut. Ich habe mich völlig meiner Hefe verschrieben. Und meinen Bienen natürlich. Deinen Bienen? Ja. Kennst du die Geheimzutat des besten Biers der Stadt? Neben Liebe natürlich. Ich nehme an, du wirst es mir gleich sagen. Honig. Honig. Und für den besten Honig. Aber das ist ja wohl eher Met. Genährten Bienen. Apropos, kannst du mir vielleicht mit meinen Bienen helfen? Ihnen etwas Zucker geben? Ich habe meine eigenen besonderen Bienenstöcke in der Gegend sehr hoch angebracht, um sie vor Dieben zu schützen. Aber jetzt komme ich nicht mehr ran. Ich kann's versuchen. Wo genau sind die Bienenstöcke denn? Zuerst musst du die Zuckerpakete finden. Ich habe sie in der Nähe platziert, um sie zu verfüttern. Wenn du die Pakete findest, findest du auch die Bienenstöcke. Es gibt drei, die alle nah beieinander liegen. Der erste befindet sich auf einem so Dach ein in der Nähe. Quests gibt's nicht. Wenn dann du in die Richtung des Hauptterminals bist, ja, der zweite ja, ja. befindet sich auf dem Dach des Hauptterminals unter dem... Okay. Der dritte befindet sich auf dem Main-Turm. Sei bitte schnell. Das Geschäft läuft so gut, dass ich sie in letzter Zeit vernachlässigt habe. Ja, es geht wieder mal um Zeit. Es ist immer das Gleiche. Im Wasserturm gesprochen hat. Unsere Tanks hier sind fast leer. Ah, ein Zuckerpaket. Ich kann Baraks Bienen vor dem Verhungern retten. Es ist immer das Gleiche, oder? Na gut, dann rennen wir über die Straßen von San Francisco. Was machst du? Luschi! Oh, bist du ein... Eine Hure bist du. Du bist keine Luschi, du bist... Wir haben verloren. Okay, nochmal. Hoffen wir mal, dass Urin diesmal mehr Bock hat. Ja gut, das war schon besser. Das war schon besser. Lauf! So, wohin jetzt? Los geht's. Gut. Hab Besseres gesehen, aber auch Schlechteres. Schlechteres habe ich auch auf jeden Fall gesehen. Auf geht's. Hurin. Kommen wir da am besten hin? Und wieder diese Stimmen im Kopf. Wir gehen hier durch. Weil wir wissen, dass wir hier hin können. Wir sind schneller als beim ersten Mal. Was aber richtig geil ist, ist die Atmosphäre, weil die Stimmung so cool ist. Diese Musik hier durchzurennen. Geil gemacht. So ein Klammeraffe, der Typ, ne? Das ist so schlimm. So, diesmal machen wir es ein bisschen schlauer. Sehr schön. Lauf doch! Er macht so einen scheiß Move, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Wir gehen jetzt diesmal da hoch.
Okay, und dann auch 120 Meter. Ist nicht so nah dran, ehrlich gesagt. Nicht mehr so weit. Scheiß Landung, aber egal. Ja, du kannst dir den Speer rausnehmen und eine Aktivität starten. Wow. Ja, es ist wieder eine Parkour. Es sind immer nur Parkour-Herausforderungen. Es ist unglaublich nervig. Sticht dir was ins Auge? Mir sticht so viel ins Auge. Ja, genau. 2 Minuten. Dieses Spiel besteht aus Rumrennen. Ich wusste das gar nicht. Das ist so bescheuert. Wenigstens Hallo. Eine Quest. Probe für den großen Abend? Wo kommst du denn her, Hübscher? Ich hab dich singen hören. Ich hab sie nicht Mach singen Lola hören. Mach Lola nichts vor, Schnucki. Wette, du dachtest, da würde jemand eine Katze strangulieren. Nein, gar nicht. Ich Siehst du diesen Hals? Solltest du nicht. Normalerweise ist er eingewickelt in die weicheste, erlesenste Nerzdola. Lola war die Grande Dame des Bazars. Aber ehe sie nicht wieder mit ihrer geliebten Nerzdola vereint ist, kann sie unmöglich auftreten. Aber wie soll Lola denn jemanden ohne ihre geliebte Nerzdola bezaubern? Ohne sie treffe ich die hohen Töne nicht. Ah, diese ganzen Nebenaktivitäten. Herumhüpfen, oder? Wo ist sie? Vorhin kam eine starke Böe, riss sie von Lolas zarter Kehle und trug sie davon. Ich sah sie am Gerüst in der Nähe der GRE-Quarantäne flattern. Ecke Market und Horseshoe. Lola ist machtlos und kann sie nicht bergen. Ich könnte das. Würdest du? Lola könnte zurück zum Bazar, um zu unterhalten, statt Kinder wie ein lauernder Screamer zu erschrecken. Das können wir nicht zulassen. Nein, absolut nicht. Ich danke dir, mein Ritter in strahlend der... was auch immer du da anhast. Ich erwarte dich auf dem Bazar. Beeilung! Meine Fans warten. Ach, wirklich? Da waren wir vorhin. Dass wir den Typen gejagt haben. Sag bloß, dass da jetzt das Ding hängt. Ja, tatsächlich. Okay, dann holen wir uns das mal. Verdammt, fast hatte ich sie. Was, sie ist weg. Katze und Maus-Spiel hier, hä? Schon wieder. Mir wundert das. Hab sie. Oh, sieht mehr nach Eichhörnchen als nach Nerz aus. Na, ich sollte schnell zum Bazar und sie Lola zurückbringen. Was treibst du gerade so, Aiden? Keine Ahnung, was treibst denn du so? Wow! Hier. Mein teurer Nerz. Oh, du bist wirklich ein Geschenk des Himmels. Schön. Lola ist wieder komplett. Schön. Du verdienst eine Belohnung. Soll Lola dich mit einem Lied belohnen? Nein. Nein, danke. Ich muss wirklich los. Wie schade. Wie gerne hätte ich meinen tapferen Helden bezirzt. Du verdienst ohnehin eine bessere Belohnung als nur ein Lied. Nimm das mit Lolas tiefster Dankbarkeit. Danke. Das Lied müssen wir uns jetzt nicht anhören. Was haben wir denn gekriegt? 250. Okay. Naja, handeln. Was gibt's denn hier? Nix. Also was wir brauchen ist... Was die Baumpläne. Hier bist du genau richtig. Hier bin ich genau richtig. Ja, kauf ich mal. Das macht immer Sinn, Junge. Ja, das denke ich auch. Ich kaufe das alles. Gute Wahl. Denke ich auch.
Aha, Upgrade. Ach, wir können hier die Sachen upgraden. Wir können sie upgraden. Und was kostet das? Ach, mit infizierten Trophäen. Okay, da würde ich die Arznei gerne mal verbessern. Was brauchen wir dafür? Oh, 5 Stück. Eine von Sophies Lieblingen. Ah ja, und Dietriche sind dann widerstandsfähiger. Aha, interessant. Danke und bis bald. Ich wusste gar nicht, dass man das alles hier macht, aber gut zu wissen. Ansonsten so, alles fit hier. Wieder wurde jemand von uns genommen. Ach so, sie trauen gerade. Ups, da kam ich ja echt unpassend. Hey, habt ihr vielleicht eine Pizza hier für mich? Pizza? Ach, lass mich in Ruhe. Du hast wohl keine Pizza für mich. Warum hast du keine Pizza für mich? Jeder sollte eine Pizza für mich haben. Da ist einer drin. Nochmal helfen. Dem helfen wir jetzt. Nee, ich helfe dir schon. Pass auf, Junge. So geil, die burnen jetzt auch gleichzeitig. Okay, wie lasse ich den Typen hier runter? Wahrscheinlich muss ich da hochspringen. Das Ding lösen. So. Wieder gehen, hoffe ich. Oh, da ist er drin, Leute. Wir kommen ja mit dem GRE-Schlüssel rein. Und hier gibt's guten Stuff, wie immer. Boah, den neuen. Alter Schwede, das ist ja unglaublich. Es ist wirklich krass, was wir hier kriegen. Oh, fast auf Anhieb. Okay, dann ist es hier. Tick. Sehr schön. Wir haben ein bisschen was kennengelernt, ein bisschen ein paar Herausforderungen geschafft, ein bisschen hier und da aber geschafft, ein paar Quests geschafft, aber nicht wirklich viel. Ich bin immer noch ein Fremder in diesem Gebiet. Ich bin immer noch ein Fremder in diesem Land. Und so fühlt es sich leider an. Aber jetzt ist Schluss, weil ich muss jetzt Schluss machen. Okay, Leute, das war's für heute. Das war's mit diesem Zusammenschnitt von Dying Light 2 hier mit mir, Mac Mo. Ich wünsche euch eine gute Zeit und gerne das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis demnächst. Servus.